So, liebe Zuschauer, ich freue mich, wieder unseren Gast, Herr Professor Dr. Elmar Winnecke, begrüßen zu dürfen. Er ist Sportwissenschaftler und betreut sehr viele Spitzensportler in Deutschland und auf der Welt. Wir kennen uns aus wissenschaftlicher Seite und vielen Dank, dass Sie Gast sind bei uns und ich Ihnen ein paar Fragen zum Thema Sport stellen darf. Herzlich willkommen, gerne. Herr Professor Winnecke. Alles gut. Sie sind ja mit Schweinfurt in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Das war ja ein toller Erfolg. Ja, wobei ich muss aber fairerweise sagen, Werner Lorand hat die Vorarbeit geleistet. Die Aufstiegsspiele habe ich nur begleitend als Co-Trainer und dann habe ich die Mannschaft in der zweiten Bundesliga übernommen. Ja. Okay. Und da sind Sie oben geblieben. Nein, ich bin sehr früh entlassen worden. Und zwar, glaube ich, mein letztes Spiel war gegen Schalke 04, die jetzt gerade wieder abgestiegen sind. Nein, aber ich kann mich noch gut erinnern, aber Sie müssen sich vorstellen, das ist natürlich auch ganz schwierig. Nur, wenn du so früh die Möglichkeit hast, ins professionelle Geschäft zu kommen, und dann nutzt du das auch. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, dass man weiß, wenn man selbst so eine Leidenschaft hatte, selbst Profispieler werden wollte, aber alles gegen diese Karriere gesprochen hat, ist es ja umso interessanter, jetzt auf einer anderen Ebene quasi zu arbeiten, um den jungen Spielern zu helfen, dass es denen nicht so ergeht, wie es mir ergangen ist. Was verbindet Sie denn heute noch mit Fußball? Ja, sehr viel. Ich habe ein Ehrenamt, und zwar ein Ehrenamt im Bund Deutscher Fußballlehrer für die Verbandsgruppe Westfalen. Dort bin ich Vizevorsitzender, zweiter Vorsitzender neben Franz Josef Reckels. Wir machen im Jahr 6 bis 7 Veranstaltungen für den DFB. Wir bilden dort die Trainer, die A-Lizenz Fußballlehrer fort. Und so bin ich seit über 20 Jahren immer wieder mit den Trainern der unterschiedlichen Bereiche konfrontiert. Wir hatten gerade ganz interessante, total spannende Geschichte. Jürgen Klinsmann in einem virtuellen Online-Shooting da. Und zwar ging es darum, Sie wissen, zurzeit dürfen aufgrund Corona-Zeit überhaupt keine Präsenzveranstaltung stattfinden hier in Deutschland. Und wir hatten, die Trainer müssen jedes dritte Jahr 20 Fortbildungsstunden nachweisen. Sonst verlieren die aktuelle Trainerlizenz. Also ich verliere dann meine auch. Ich kann heute noch aktuell die Bundesliga trainieren. Die Lizenz habe ich noch. So, und so muss es jeder Trainer machen. Und wir versuchen die inhaltliche Struktur zu erarbeiten für diese Faktoren. Und da war Jürgen Klinsmann aus Los Angeles zugeschaltet und hat dann referiert über das Thema der Trainer als Supervisor, lang gut funktionierenden Team. Und die anderen Trainerkollegen waren total begeistert, weil das ist das, was mir unglaublich viel Spaß macht, den Bezug zu den ehemaligen Trainerkollegen zu haben und gleichzeitig Wissenschaft lebbar und praxisorientiert darzustellen. Deswegen finde ich diese Art und Weise klasse. Also das heißt, Sie sind eigentlich ein Ausbildner bei der Trainerausbildung in Deutschland? Ja, Ihrem Bereich. Genau, ja. Wir unterstützen die Ausbildungsstruktur. Der Bund Deutscher Fußballlehrer hat 5000 Trainer und wir versuchen, inhaltliche Strukturen in Absprache mit dem DFB bei den Fortbildungen durchzuführen. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Mhm. Interessieren Sie auch andere Sportarten oder sind Sie ganz auf Fußball konzentriert? Nee, jede Sportart. Wir haben zum Beispiel, wir haben über 8 Jahre oder 7 Jahre den gesamten Nachwuchs des Deutschen Handballbundes begleitet. Und wir sind zweimal Europameister und zweimal Weltmeister geworden in einem wirklich in Europa einmaligen Präventionskonzept. Wir haben die zahnmedizinisch, kardiologisch, internistisch und sportwissenschaftlich untersucht, also ganzheitlich. Und haben wirklich durch diese langfristige Zusammenarbeit mit dem DHB und dem Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, haben wir dann wirklich nachweislich die gesundheitliche Stabilität der Spieler so verändern können, dass sie auch sehr erfolgreich waren. Mhm. Gibt es ganze Vereine, die Sie betreuen, oder sind es mehr Einzelsportler? Es sind Einzelsportler aus Vereinen.
Weil das Problem hier in Deutschland ist, das muss ich Ihnen gar nicht erklären. Es gibt ja auch völlig unterschiedliche Auffassungen. Die Physiotherapeuten, ich kann mich erinnern, Jürgen Klopp hat mal angerufen, Tuchel hat angerufen. Aber die Frage, wie setzt du das um? Wie setzt du das bei den Vereinen um? Das hängt immer von dem Team ab, was darum aufgebaut wird. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Meinungen. Und deswegen erleben wir zurzeit, dass immer mehr Mannschaftssportarten als Einzelsportler zu uns hinkommen. Das heißt, die kommen zu uns, lassen sich analysieren, aber nicht als Mannschaft. Sodass wir Spieler aus Italien, Frankreich, Spanien haben, Nationalspieler, aber die kommen eigenverantwortlich. Also ganze Clubs, die sich den Mikronährstoffen verschrieben haben. Das gibt es auch. Ja, RB Leipzig bis November letzten Jahres. Und dann kam ja, das wissen Sie alle, der große Clou, keine Zuschauer mehr. Ja. Da wurden Kosten in Frage gestellt, so Analysen kosten im Jahr 100.000 Euro. Und da auch da wurde dann gespart und da wurde gesagt, das wird anders strukturiert. Also das heißt, im Grunde genommen ist es so, wir haben über Jahre nicht nur RB Leipzig, wir haben auch viele andere Mannschaften betreut, aber es ist über so einen langen Zeitraum, so detailliert in Verbindung mit Kurt Mosetter, das hat schon, denn erstaunlich ist, dass Dr. Percy Marshall, der Mannschaftsarzt von RB Leipzig, und Christopher Weichert, der Physiotherapeut, beide das Masterstudium bei mir gemacht haben. Beide. Machen Sie die Erfahrung, wenn die Sportler sich von Ihnen beraten lassen, dass Sie dann das wirklich alles exakt umsetzen? Weil es sind ja schon einschneidende Maßnahmen, wenn man auf vieles verzichten muss im Profibereich und bei der Ernährung dann auch noch und noch Zusatzprodukte nehmen. Also haben Sie den Eindruck, die machen das hundertprozentig? Nein, weil sie es nur dann machen, Herr Lüscher, nur dann machen, wenn Leidensdruck da ist. Das heißt, wenn du selbst merkst, du bist mental nicht fit, du triffst das Tor nicht mehr, du machst völlig falsche Situationen oder du verletzt dich sehr häufig. Weil das ist genau die Situation, die wir haben, weil eigentlich ist die obwohl, das muss man fairerweise sagen, das Bewusstsein für die individuellen energetischen Voraussetzungen hat sich im Laufe der letzten Jahre schon deutlich verbessert. Das muss man fairerweise sagen. Ich wäre sogar generell dafür, dass alle Untersuchungen, die man im energetischen Bereich macht, der Spieler selbst zahlen muss und nicht die Vereine. Warum? Denn in letzter Konsequenz ist es doch so, der Körper ist das Kapital des Spielers. Und dafür ist der Spieler selbst verantwortlich. Und nicht der Verein. Ja. Denn bei den Millionen, die da bezahlt werden, machen sich keine Gedanken. Das können die alle aus der Portokasse bezahlen. Denken Sie, dass man mit der richtigen Vitalstoffversorgung viele Verletzungen wirklich vermeiden kann? Ja, und das haben wir wissenschaftlich über längere Jahre untersuchen können. Und zwar, man kann mit bestimmten Parametern, mit den sogenannten Peridinium-Crosslinks, das sind bestimmte Parameter, die zeigen, wie stark greifst du körpereigene Strukturproteine an. Das heißt, du führst dem Körper über längere Zeiträume zu wenig Kohlenhydrate, zu wenig Eiweiß oder Fette zu oder was auch immer. Und dann gehst du an deine körpereigenen sogenannten Strukturproteine. Und wenn du an körpereigene Strukturproteine gehst, dann ist das gesamte myofasziale System in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, du gehst an deine persönliche Substanz und dann wird in entsprechend Zweikämpfen das Verletzungsrisiko exorbitant hoch. Und wir konnten nachweisen, dass die gezielte, individualisierte Mikronährstoffzufuhr, ich betone individualisierte Mikronährstoffzufuhr, der beste Garant ist, um langfristig kognitiv, mental und physisch auf einem guten Niveau diese Dinge zu bringen. Und deswegen habe ich ja damals mal, wir kommen ja auf die Bücher noch zu sprechen, aber habe ich mal ein Buch geschrieben, Leistungsexplosion im Sport, das Anti-Doping-Konzept. Da haben mich viele Ihrer Kollegen gesagt, ist er jetzt ganz durchgeknallt, was macht er denn jetzt, schreibt er noch ein Dopingbuch? Nein, es geht nicht um Doping, es geht darum, dem Sportler das zu geben, was ihm fehlt. Und wir wissen über viele klinische Studien, die wir auch gemacht haben, dass die normale, ausgewogene Ernährung, wie immer man sie definieren mag, nicht mehr ausreicht, weil wir heute viele Faktoren haben, die die Inhaltssubstanz deutlich schon reduziert haben. Und der Bedarf
bei Sportlern wissenschaftlich bisher nie richtig untersucht worden ist. Warum nicht? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es wird keine Doppelblindstudien geben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Fußballer, ich bin Fußballer. Und wir würden an einer Studie teilnehmen. Sie wissen, dass Sie was bekommen. Sie wissen nicht, ob Sie was bekommen oder nicht. Warum sollen die an der Studie teilnehmen? Jeder Sportler möchte das Maximum an der Leistungsfähigkeit. Ja. Das heißt, es gibt im Spitzensport keine Doppelblindstudie. Die wird es auch nie geben. Nie. Mhm. Und deswegen haben wir einfach retrospektiv verglichen über die ganzen Daten, die wir gewinnen konnten. Wir haben Mannschaften gehabt, die sind zu uns hingekommen, Spieler, insgesamt 5.500 Fußballer zum Beispiel, wo wir Daten auffassen können mit Mikronährstofftherapie und Ernährungsveränderung und ohne. Und das haben wir im Nachhinein dann zusammengefasst und über Case Reports multipliziert und daraus Daten sammeln können. Und so ist dann das Ergebnis entstanden, dass im Spitzen- und Leistungssport selbst bei ausgewogener Ernährung im völligen Kontrast zu vielen Ernährungsgesellschaften, was immer wieder behauptet wird, dass es ausreicht, reicht aber nicht aus, weil keiner von denen kann sagen, wie hoch ist eigentlich der Bedarf. Sondern das muss man messen, das muss man auf der zellulären Ebene messen, das haben wir getan. Aber es gibt leider zu wenig wissenschaftliche Daten auf dieser Ebene. Deswegen ist in der Öffentlichkeit die Diskussion unnötig. Und ich sage Ihnen, keine Chance. Ohne geht es gar nicht. Und der Mannschaftsarzt von RB Leipzig hat in dieser Trainerfortbildung von den Trainern der ersten bis dritten Liga gesagt, ohne wörtliche Aussage von ihm, ohne Mikronährstoffe geht gar nichts. Mhm. Würden Sie Amateursportlern oder einfach Hobbysportlern die gleichen Mikronährstoffe empfehlen wie den Profis? Nein, in einer anderen Dosierung. Warum? Weil es kommt darauf an, wie sind die, aber eins ist, stellen Sie sich mal folgendes Bild vor. Du willst ein Haus bauen in einem morastartigen Gelände. Und Sie stellen sich jetzt vor, du hast eine Treppe von 1 bis 5 bis 10. So, wenn irgendwann das Fundament nicht passt, bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und wenn Sportler, selbst im Amateurbereich, sich intensiv körperlich ausbelasten, aber das myofasziale System, die Strukturen, die Grundstrukturen, der Ernährung, führt man dem nicht zu, dann ist das Risiko einer Verletzungsstruktur exorbitant hoch. Es gibt aber auch Spieler, die von den Genen befreit sind von Verletzungen, aber die mentale Einbrüche kriegen, die sind nicht dazu in der Lage, überhaupt noch die richtige Entscheidung, die antizipieren schlechter, die nehmen Dinge nicht mehr wahr. Mhm. Ich denke, wir haben diesen Sportteil nun besprochen. Ich freue mich, Herr Professor Winicke, wenn wir uns nochmals sehen können und dann über einen mehr wissenschaftlichen Anteil. Aber ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Interview. Alles Gute für Ihre Arbeit. Gerne, vielen Dank.